Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sebastian und ich möchte dir heute 6 bis 7 Tipps zeigen für einen Anfänger, wenn du Holz bohren möchtest. Genau. Was heißt für einen Anfänger? Es ist auch was für einen Profi, denn 1, 2 Tipps, die kannte ich noch nicht. Ihr kennt wahrscheinlich Hilfsmittel wie jetzt hier so ein Bohrständer, die sehr, sehr nützlich sind, damit ich gerade bohren kann. Oder hier ein Bohrsenker, das heißt, ich bohre und senke zugleich. Das sind natürlich tolle Tools, die man sich auch mit der Zeit zulegen kann. Aber gerade als Anfänger hat man natürlich die finanziellen Möglichkeiten nicht. Oder man weiß gar nicht, wo genau die Reise hingehen soll. Und deswegen möchte ich dir zeigen, mit ganz einfachen Hilfsmitteln, wie du Holz bohren kannst. Und natürlich ist das Allerwichtigste, ihr braucht einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine und natürlich den richtigen Bohrer. Und dann sagen natürlich viele, du brauchst, wenn du Holz bohren willst, einen Holzbohrer, wenn du Metall bohren willst, einen Metallbohrer, wenn du Stein bohren möchtest, einen Steinbohrer. Rein theoretisch könntest du mit allen Bohrern Holz bohren, weil Holz ist ein sehr, sehr weiches Material und unter anderem verwenden auch viele hier so einen Bohrer. Das ist nämlich hier auf der linken oder rechten Seite dieser Bohrer jetzt hier. Das hier ist ein Metallbohrer und dieser hier, das ist ein Holzbohrer. Woran unterscheidet man die? Der Metallbohrer hat einen Grat und hat 2 Schneiden und der Holzbohrer hat im Grunde 3 Schneiden bzw. eine Zentrierspitze und links und rechts einen Vorschneider, damit man das Holz vorschneiden kann. Ihr könnt aber auch jetzt als Laie oder als Anfänger könnt ihr so einen Metallbohrer nehmen und damit könnt ihr genauso gut, was heißt genauso gut, ihr werdet wahrscheinlich den Unterschied gar nicht merken, auch Holz bohren. Das ist natürlich das Allerwichtigste, dass ich den richtigen Bohrer für das richtige Material einspanne. Wir fangen jetzt mal als allererstes an mit einem Metallbohrer. Und dann geht es natürlich auch gleich los. Wir wollen jetzt hier ein Brett Fichte bohren und wir setzen das an, den Bohrer, und bohren mal durch und schauen, was passiert. Wir sehen es, das Holz reißt extrem aus. Und das ist ein Fehler, den man ganz, ganz einfach beheben kann. Ihr nehmt einfach eine Unterlage, in dem Fall jetzt das gleiche Stück Holz, presst die wirklich zusammen. Zur Hilfe könnt ihr natürlich auch eine Schraubzwinge nehmen und dann bohren wir nochmal. Und das Ganze ist jetzt nicht ausgerissen, beziehungsweise minimal. Das liegt aber daran, dass wir einen Metallbohrer verwendet haben. Aber jetzt mal als Beispiel, ne, es ist um einiges besser geworden. Im Übrigen könnt ihr das auch bei Plattenwerkstoffen machen. Beispielsweise haben wir jetzt hier eine Spanplatte, die mit einem Dekor beschichtet ist. Und das Ganze reißt ja auch ganz schnell aus. Und ihr könnt euch auch dann eine Opferplatte nehmen, wie ich immer so schön sage. Und dann legt ihr die gute Platte drauf und dann bohrt ihr das Ganze durch. Und dann wird das Ganze auch weniger ausreißen. Und dann kennt wahrscheinlich jeder von euch, ihr markiert euch die Stelle, wo ihr jetzt beispielsweise bohren wollt. Und dann setzt ihr den Bohrer an. Und dann driftet der förmlich weg. Und dann findet ihr nie genau die Mitte. Und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Es gibt einen Vorstecher. So sieht das Ganze aus. Hat schon einen Knauf, sieht aus wie so ein Schraubendreher. Und die Spitze vorne ist ganz, ganz spitz. Und damit könnt ihr dann ins Holz hineinstechen. Ihr markiert quasi die Stelle, die ihr bohren möchtet. Und dann könnt ihr da problemlos reinbohren, ohne dass der Bohrer wegdriftet. Nun haben wir jetzt hier ein wunderschönes Loch, hier mit unserem Metallbohrer meine ich, gebohrt. Und ihr seht, der Span, beziehungsweise es haben sich so ein paar Splitter aufgereiht. Das ist natürlich was ganz, ganz Natürliches. Aber wir wollen jetzt hier gleich eine Schraube reinziehen. Und bei diesem weichen Material würde es wahrscheinlich gehen, dass der Schraubenkopf sich versenkt. Aber wenn wir jetzt beispielsweise Eiche hätten, wir können auch mal Eiche nehmen. Ideale Voraussetzung ist ein sehr, sehr hartes Holz, wie zum Beispiel auch Buche oder Nussbaum oder Mahagoni. Das heißt, so ein Schraubenkopf hat schon seine Probleme, sich dann da reinzudrücken, beziehungsweise das ist nicht der Sinn der Sache, wenn ich so eine Schraube verschrauben will mit einem anderen Material. Sprich, man muss das Ganze senken. Es gibt natürlich Senker, die man kaufen kann, unter anderem, wie auch schon erwähnt, hier so ein Bohrsenker. Sprich, wir bohren ein Loch und senken gleichzeitig auf unsere gewünschte Tiefe die Bohrung. Aber es gibt natürlich noch eine ganz, ganz einfache Variante.
Ihr spannt euch einfach einen 10er Bohrer ein und senkt somit die Bohrung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu viel, denn unser Schraubenkopf ist gar nicht so groß. Aber somit könnt ihr auch das gewünschte Ergebnis erzielen und ihr habt natürlich dann eine Senkung vorgenommen. Natürlich jetzt, wie gesagt, das war ein bisschen zu viel. Diesen Trick mit der gewünschten Senkung habe ich zum Beispiel früher ganz oft in der Metallbranche verwendet, beziehungsweise wird jetzt, glaube ich, auch ganz, ganz oft noch ausgeübt. Ist ein ganz, ganz simpler Trick. Als nächstes hatte ich euch ja erwähnt gehabt, es gibt Holzbohrer, Metallbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider. Es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Arten von Bohrer. Und ihr könnt natürlich mit einem Metallbohrer auch in Holz bohren. Aber wenn ihr natürlich optimale Ergebnisse haben wollt, ausrissfreie Bohrung, vor allem in den oberen Bereich, dann müsst ihr natürlich auf einen Holzbohrer zurückgreifen und der unterscheidet sich ganz klar. Er hat eine Zentrierspitze und links und rechts einen Vorschneider. Mit dieser Zentrierspitze beispielsweise erspart ihr euch das Vorstechen mit einem Vorstecher, denn der Bohrer kann nicht wegrutschen. Und als nächstes mit den beiden Vorschneider schneiden wir das Holz grob vor, damit keine Fasern sich wegstellen können, beziehungsweise damit das Holz nicht ausreißt. Und wie ihr seht, wir haben wirklich ein schönes, sauberes Loch, ausrissfrei, und wir haben innen drin auch keine Brandlöcher oder sowas in der Art. Das zeigt dafür, dass der Bohrer wirklich richtig, richtig scharf ist und natürlich, dass es ein Holzbohrer ist. Als Vergleich bohre ich direkt daneben nochmal ein 10er Loch mit einem Metallbohrer. Der Unterschied jetzt hier, der ist auch ziemlich scharf, zeigt halt für gute Qualitätsbohrer. Aber ihr seht schon hier auf der Seite hier, der ist schon leicht ausgerissen. Sprich, wenn er nicht so scharf ist, dann neigt er auch ganz gerne dazu, das Ganze, also dass es ausreißt. Und ihr habt vielleicht am Anfang gesehen, dass der Bohrer ein bisschen geeiert hat. Sprich, wir haben nicht exakt die Lochmitte getroffen, sondern der Bohrer ist ein bisschen weggedriftet. Also empfehle ich euch ganz klar, wenn ihr viel Holz bohrt, dann nehmt auch einen Holzbohrer. Der nächste Trick ist eher was für die Metaller unter euch, beziehungsweise wenn ihr Metall bohren möchtet. Das heißt, wenn ihr jetzt ein 10er Loch bohren möchtet und ihr quält euch wirklich förmlich ab mit einem Akkuschrauber in einer Bohrmaschine, ein 10 mm Loch in ein 5 oder 10 mm Stahl, Flachstahl reinzubohren, da bohrt ihr wirklich gefühlte Stunden. Und dann gibt es einen ganz einfachen Trick, ihr fangt einfach mit einem kleinen Bohrer an, in dem Falle 4er, dann haben wir hier einen 8er und dann einen 10er. Sprich, ihr bohrt das Ganze in Etappen und das Ganze könnt ihr auch in Holz machen. Und dadurch ist das Ganze auch ein bisschen einfacher, als wenn ihr gleich mit einem 10er Bohrer rangeht und das komplett durchbohrt. Und als nächstes Tipp kann ich euch zeigen, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, beziehungsweise ich kriege es heute noch nicht mal richtig hin, gerade bohren. Also man denkt, man bohrt gerade, man bohrt aber letztendlich schief. Und selbst jetzt sieht es gerade aus, aber es kann von der Seite aus extrem schief sein. Und da gibt es zwei Tricks. Besser gesagt, ich fand den einen eigentlich ganz, ganz toll. Ihr nehmt euch zwei Kanthölzer oder zwei Materialien, die etwas höher sind. Wie jetzt hier haben wir ein Kantholz. Die müssen natürlich gerade abgeschnitten sein. Und dann könnt ihr beispielsweise das hier schön aufs Holz legen. 90 Grad Winkel. Ihr könnt euch das Ganze auch verschrauben. Und dann haben wir hier eine schöne Führung. Das heißt, das Ganze ist gerade. Und das heißt, ihr könnt dann schön den Bohrer hier ansetzen, da und dagegen. Und damit könnt ihr dann wirklich schöne, gerade Löcher bohren, die einen 90 Grad Winkel betragen. Und für den letzten Trick brauchen wir eine CD und den Trick kannte ich bis jetzt noch nicht, aber der ist wirklich ganz, ganz einfach. Es funktioniert wirklich. Ich war auch sehr, sehr stutzig, aber das Ganze funktioniert. Ihr nehmt beispielsweise, wollen wir jetzt hier ein Loch bohren und wir halten oder legen die CD drauf. Die hat ja schon eine kleine Bohrung und dann nehmt ihr den Akkubohrer oder Akkuschrauber und setzt dann den Bohrer
an und dann könnt ihr, ihr müsst natürlich von oben gucken, und dann spiegelt sich förmlich der Akkuschrauber mit der CD wieder. Und so könnt ihr dann exakt gerade bohren, wenn ihr von oben guckt. Das heißt, ihr müsst die CD natürlich festhalten und dürft nicht verwackeln. Und somit könnt ihr dann auch gerade Löcher bohren. Natürlich bedarf das ein bisschen Übung, aber es ist ein Trick, der funktioniert. Das waren meine sechs oder sieben Tricks waren es, wie du Holz bohren kannst. Wenn du die noch nicht kanntest, dann hoffe ich, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Du hast das eine oder andere gelernt oder den einen oder anderen Trick. Und wenn du alle kanntest, dann bist du definitiv kein Anfänger mehr, sondern ich würde sagen, schon ein Profi. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen. Ich würde mich in einer Handwerker-Daumen nach oben von dir freuen. Und eventuell, wenn du noch mehr Tricks auf Lager hast, lass es dir noch wissen. Lass einen Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis nächsten Freitag. So, tschüss.